Das ist Psycho-Tristan eindeutig. Monster verwalten? Nö, gibt's irgendwas Neues? Kann man irgendwie neue Karten kaufen? Das wäre cool. Ich meine, I don't think so. Was möchtest du gerne tun? Ich möchte schnaufen. Ich meine, habe ich jetzt? Warte mal, habe ich jetzt wieder Geld? Ja, ich habe 400, stimmt. Oh. Oh. Ich glaube uns... Ja, wir haben einen komischen Vogel. Das haben wir. Ach komm. Na du. Kommt so ein Goblin. Das ist ein Kobold. Das ist ein Goblin. Kobold! Steht doch da! Nee. Was möchtest du gerne tun? Was ich gern tun möchte, Opa, ich möchte, dass du gehst. Du Opa. Muss ich die jetzt noch einfügen? Glaube ich, ein Waldmonster, da hast du alle Typen. Ja, aber ja, ein fehlender Typ ist jetzt nun nicht so. Aha. Man kann eine Menge Viecher mit sich rumschleppen. Das ist mal gut. Ist für jede Situation denn wieder was. Sehr praktisch. Okay. Dann auf gegen Duke. Mein, der Typ müsste sich ja eigentlich damit bestens auskennen. Ich meine, er hat Duel Monster schlicht und ergreifend kopiert und als, ja, als Rip-Off rausgebracht. Und nein, ich spiele jetzt nicht konstant sexy Backup, während ich mich gegen ihn duelliere. So viel Copyright-Freiheit habe ich dann nur auch wieder nicht. So. Duke Deblin, Finsternis. Oh Mann. Bitte sag mir, das ist auch seine Originalstimme. Oder dass sie von sich aus irgendwie sexy Back-Remix im Hintergrund haben, während er redet. Ich würde es feiern. Es wäre absolut sinnlos, aber ich würde es feiern. König der Bootlegs. In Space! Was zur Hölle? Yugi, vergiss nicht, dass ich Dungeon Dice Monsters erfunden habe. Duke, niemand interessiert sich für Dungeon Dice Monsters. Deshalb bin ich selbst ein Spieleprofi. Lass uns sehen, wer der wahre König der Spiele ist. Ich fordere dich zum Duell heraus. Ich akzeptiere deine Herausforderung, Duke Devlin. Wenn ich gewinne, werden alle dem neuen Champion zujubeln. Zeit für ein Duell! Oh Scheiße, jetzt geht's rund. Ich frag mich so fünf Leute. Ich gehe mal davon aus, dass hier die ersten Yugi und seine Sex-Buddies sind, aber... Wer ist denn der Letzte? Mir fällt nur noch Thea wirklich ein. Nach Duke Dödel hin. Und dass Thea überhaupt hier so weit oben ist, verwundert mich schon. 4, 5. 2 Donner, 2 Finsternis, ey? Okay, Koribo ist dead. Ist aber mal gut gegen Ballicht. Ja, da habe ich mir jetzt natürlich ins Knie geschossen, indem ich hier meinen Sniper weggegeben habe für das Duell. Kann ich irgendwo sehen, wie viel Erfahrung ihr habt? Weil ich würde gerne wissen, welchen ich von euch schon angefangen habe zu trainieren und welchen nicht. Da, Erfahrung, 38. Dann kommst du mit. Warte mal, Finsternis war gut gegen...
Shit. Gegen Erde, also lassen wir ihn hier... Na, wobei, wir nehmen ihn trotzdem mit, allein wegen der Erfahrung halber. Wir nehmen dann auch... Gag. Okay, fuck. Ja, da... Aber dann nehmen wir lieber den hier mit. Wir können auch dich. Und wir können noch das Bein mitnehmen, ne? Oder den Vogel. Ne, wir nehmen den Vogel, genau. Oder eher ihn hier. Ich glaube, er dich hier. Du hast auch schon einen guten Job geleistet eben gerade. Ja, okay. So, ich würde ja gerne erstmal sehen, wo... Da ist er. Das ist ein kleines Feld. Ich bin hier. So, bin ich mal gespannt, was hier das Gimmick ist. Okay, dann. Let's go. Ich duelliere mich ehrenhaft und ich hoffe, du wirst das Gleiche tun. Nö. Schauen wir mal dich. Das Ding sieht cool aus. Dich. Ich glaube, da hört es auch schon gerade wieder auf, ne? Ne, dich kann ich noch beschwören. Ach, da steht das mit den AP. Okay, jetzt habe ich das auch raus. Ich lerne mit jedem Moment hier. Da müsst ihr jetzt auch ein bisschen durchsitzen. Deswegen, auf YouTube, ich werde das natürlich zurechtschneiden, aber ich mache das hier am Stück. Unsere Armeen sind in etwa gleich stark. Naja, würde ich jetzt nun nicht so sagen. Man könnte natürlich auch die meisten seiner Viecher erst in Eiern lassen und so quasi mit einer Front erstmal voranstürmen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Skorpione und Kuribos. Okay, denn. MF-Bite. Ich werde deine Verteidigung niederreißen. Okay, so. Sind das Teleporterplatten? Ich traue dem Ganzen nicht. 2 und 2. Bringen wir dich mal so. Schicken wir dich mal an die Front. Dich hier hin. Dich beschwören wir. Weil du warst doch im Vorteil gegen Donner. Ja, du bist mir im Vorteil gleich gegen seine Skorpione. Okay, dich muss ich hinten lassen. Du gehst sonst gegen die Kappas drauf. Aber mal so. Dann schauen wir mal, was er jetzt macht. Ach du Scheiße. Ich habe so das dumme Gefühl, das sind irgendwie Teleporter, die mir nicht gefallen werden. Okay, dann. Müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir ja schon frühen Treffer rein jetzt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Überall ist hier minus 7. Hier ist plus 5. Geh du mal dahin. Du scheinst dich da aus irgendeinem Grund wohl zu fühlen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dich schicken wir mal hier hin. Du scheinst nicht wirklich einen Vorteil zu haben, weil du da oben bist. Okay. Den Kappa...
Fühlt sich hier offenbar wohl. Und ich weiß, der Skorpion kann da gar nicht hin. Noch nicht. Okay. Weil wir es gerade einfach können. Okay. Was hast du als nächstes, Duke Dödlen? In Space. Ah, du willst kämpfen, hä? Autsch. Das ist eine Menge Damage. Aber wenn ich das geschickt hinkriege, gleich, können wir das Kuribo schon mal wegschreddern. Das Problem ist, ich hätte ihn hier wirklich gerne noch am Leben, weil er ist derjenige, der noch mit am nächsten an einem Level-Up ist. Das Problem ist, ich arbeite nicht gerade wirklich gut daran. Ich habe immer noch eine Chance. Das war der erste Angriff, Yugi. Chill deine Zone. Oh oh. Okay. Ah! Nicht gut. Das Problem ist, er hat jetzt hier erst First Strike. Ich bin also im Nachteil. Das könnte tricky werden. Da hätte ich vielleicht aggressiver rangemusst. Aber gut, wir schauen mal. Vielleicht können wir das noch retten. Na, noch ist sowieso nichts gelaufen hier. Das tat zwar weh. Mein Monster ist noch nicht. Ja, schön. Nice. Cool. Tell me more, Yugi. Jetzt ist es jedoch geschlagen. Jesus fucking Christ. Duke rastet aus. Okay. Ist okay, Duke. Chill deine Zone. Das bringt mich meinem Ziel näher. Was? Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Okay, er kann nicht angreifen. Und das Kuribo lässt er da oben. Ich werde einen Weg finden. Ja, ja. Wir kriegen das hin. Kriegen wir hin, Yugi. Nämlich so. Du bist nämlich im Vorteil gegen ihn hier. Das will ich sehen. Das ist noch nicht vorbei, mein Dude. Duke Dab in. Der dabbt sich rein. Aber ich werde nicht drum rumkommen, ihn zu opfern. Leider. Der wird das nicht überleben. Von daher versuche ich jetzt mal so viel Schaden mit ihm zu machen, wie geht. Gerade wenn da so ein Vorteil vorhanden ist. So, wie können wir jetzt das Maximum hier rausholen? Ich gebe zu. Okay, du könntest snipen. Du bist auch vor. Eigentlich könntest du das Ding direkt vor dir wegklatschen. Weil. Warte mal. Ja, du hast. Nee, Vorteil gegen Licht. Oh, warte mal. Stimmt. Das muss ich im Kopf behalten. Das ist wichtig. Dich schicken wir hier hin. Du kümmerst dich. Du könntest aber auch den hier wegsnipen. Oder dich mit ihm hier prügeln. In der Hoffnung, dass dein Fokus auf ihm ist. Ja, komm. Machen wir das so. Die Animationen sehen echt verdammt gut aus für PlayStation 2 Zeiten. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, es sieht echt ziemlich gut aus. Und weggelasert das Ding. Sehr nice. Das werde ich dir heimzahlen. Warte. Okay, soweit so gut. Warte mal. Wie kannst du angreifen? Du kannst das Ding auch so wegsnipen. Das ist verdammt gut. Ja, das ist verdammt gut. Das wollte ich hier, sage ich, nicht. Scheiße. Ach, ich hab das haben wir doch schon mal genau so gesehen.
Laser! Schön weggesniped das Gerät. So. Das ist einer weniger. Bingo. 2 Kills auf seinem Radar. Und mit ihm hier kümmern wir uns jetzt um dein Koribo. Der tut hier niemandem mehr was an. Einfach mal einen Teil seiner Armee weggeklatscht hier. Gebitch-slapped. Aus der Existenz gedroschen. Los, Lord Kappa! Oh yeah. Nicer Slap. Und das Ding ist weg. Kaboom! So, haben wir noch irgendwen? Das Ding bewegt sich diagonal. Also ich werde nicht drum rumkommen, dass hier gleich irgendwer hart auf die Nase kriegt. So viel ist man sicher. Aber... just in case. So, was wirst du tun? Oh Mann. Was wirst du tun, Duke? Ja, du greifst ihn an und killst ihn wahrscheinlich. Scheiße. Ich habe eigentlich gehofft, ihn am Leben zu lassen, irgendwie. Dadurch wird es mir gelingen, das Duell an mich zu reißen. Nicht wirklich. Weil die restlichen deiner Viecher... kriegst du jetzt, glaube ich, nicht mehr richtig in Angriffsposition. Außer den natürlich, aber das ist nicht so dramatisch. Das ist aber auch krasser Schaden, den du hier austeilst. Oh, fuck. Ich bin noch nicht besiegt. Ne. Okay, und damit geht er zurück. Das ist kein Problem. Ich bin... my turn. Ja, wollen wir doch mal gucken. Das ist sogar gar nicht mal schlecht. Nicht genug, um es zu zerstören, aber... gar nicht mal schlecht. Wir müssen ja gerade mal gucken, dass wir ihn wirklich von der Frontline hier weghalten irgendwie. Get fucked, bitch. Das Ding ist so cool. Boom. Skid up. Papapapaka. Wie komme ich aus diesem Schlamassel? Gar nicht. Dafür sorge ich. Wait, what? Ich kann mich da... nein! Nein, 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 nein. Oh Gottes Willen. Da ist doch ein Feld. Ach shit, da kann er nicht stehen. Stimmt, der kann sich ja nur so weird bewegen. Okay, warte mal, dann machen wir das mal so. Dann packen wir dich hier hin. Als Backup. Und du... warte mal. Du kannst dich denn... du kannst nicht angreifen, wenn ich das... oh, warte, ich habe eine Idee. Bewegen. Dahin. Angreifen. Sein Koribo. Was weg ist, ist weg. Und sein Skorpion kommt da jetzt nicht dran vorbei. Es sind schon herbe Verluste, die wir... 3 Kills auf dem Skorpion. 3 Kills auf dem Guten. Du kannst dich nur so bewegen. Das heißt, du könntest dich nur hierhin oder hierhin bewegen. Also wirst du dich wahrscheinlich hierhin bewegen und meinen Skorpion vernichten. Da gibt es leider nichts, was ich gegen tun kann. Ja, eben. Aber der kann trotzdem noch angreifen, aber es ist weniger schlimm jetzt. Das ist noch nicht vorbei. Weil jetzt
Oder er ist so blöd und greift ihn an. Why? Das war ja jetzt mal... Okay. Ah, weil er damit angreifen will. Da kommt das Surprise Kuribo. Nee, das war gar nicht mal schlecht eigentlich. Was ist los? Jetzt müssen wir gucken. Das sind jetzt noch die beiden. Der Skorpion ist angeknackst, glaube ich. Nicht wirklich, der ist immer noch voll. Meine Leute sind angeknackst. Du greifst nur diagonal an. Ich verhindere jetzt aber mal, dass du dich großartig wohin bewegst. Die Animationen sehe ich immer noch zu gerne. Diesen krassen Radikalbeam. Außerdem, der Drache hat gut Verteidigung. Der hält gut was aus. Ist ja kein Pushover, der Gute. Wir müssen halt nur gucken, dass wir irgendwie... Ne? Voll angebrüllt, das Ding. Wenn wir jetzt nämlich das schaffen, eins seiner Viecher wegzuklatschen... Ist fast stark genug, Alter. Wenn wir den Kappa irgendwie noch in Position kriegen... Was absolut nicht möglich ist, weil sein Bewegungsmuster absolut schrecklich ist. Ja, das sieht nicht gut aus. Kappa ist, ne? Shit. Das ist alles in diesem 9er-Bereich. Aber wenn ich mich hierhin bewege... Ne, das ist auch nicht schlau. Warte mal. Warte mal, der kann sich... Der könnte hier straight dann durchlaufen. Das wäre unglaublich bescheiden. Du kannst dich diagonal bewegen. Aber gerade angreifen. Dieses Kuribo, das könnte noch ein Problem werden. Nee, Kappa darf sich da nicht wegbewegen. Der darf sich da echt nicht wegbewegen, sonst habe ich ein Problem. Weil sonst geht er durch und klatscht mir. Außerdem, wenn er... Er könnte sich auch hierhin bewegen, aber das bringt ihm nichts. Schwierig, schwierig. Wenn er sich... Kappa ist gerade echt ein Problem. Wobei, warte mal. Wenn er gerade durchgeht... kann er meinen Kristall nicht angreifen, weil das frontal ist. So viel wissen wir. Wenn ich also... Wenn er noch einen Zug überlebt, was ich leider stark bezweifle, es sind alles beschissene Optionen, to be honest. Ne, wir lassen Kappa jetzt da. Das ist eine heikle Situation. Eventuell verlieren wir, weil Kappa eine schlechte Wahl war. Ja, greift den Drachen an. Überlebt. Knapp, aber überlebt. Sieht nicht gut aus. Er hat sich auch nicht bewegt. Das ist das Problem. Ich komme mit Kappa nicht in Position. Die sind so nah an meiner Front. Aber ich glaube, Kuribo kann nicht angreifen, richtig? Der kann so angreifen, fuck. Ja, das war's. Das ist, that's game. Weil keiner von denen hat sich jetzt bewegt. Na, das ist... Oh, fuck, Mann. Das sieht nicht gut aus. Das ist Game. Es sei denn, ich... Mir fällt jetzt noch was ein. Sabbel mich nicht zu, Yugi. Ich muss das hier regeln. Weil das Problem ist... Oh, das ist so viel tote Zone in diesem Vieh.
shit. 1, 2, wenn ich da schon nicht hingehe, bin ich dead. Aber das Ding hier, weil er sich nicht bewegt hat, das ist jetzt ein Problem. Ja. Weil wenn ich mich mit ihm bewege, ist Ende. Wir warten mal ab. Kappa ist... Also Kappa wird rausgeschmissen. So viel kann ich dir jetzt schon mal... Ich habe mich genau in seine Angriffszone bewegt, ich Depp. Ich habe ganz vergessen, dass das Ding diagonal angreift und dass es genau in seiner Zone ist. Ja, das war's. Nee. That's game. Kappa ist gerade... Alter. Cup-fuck. Nee, da kann ich nichts mehr machen. Das sind so schlechte Optionen. Ja, fuck. Ach so. Man startet einfach nochmal neu. Ja, Mensch. Immerhin gibt's die Option. Gut. Auf jeden Fall Kappa nicht. Kappa ist fuck up. Dieses Bewegungsmuster von dem Ding ist... Ugh. Nicht praktisch. Sagen wir es mal so.